Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Der Melonair. Ein Tabak, vor dem ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst habe, weil ich Wassermelone an sich hasse. Es sollen aber noch ein paar andere Sachen drin sein, unter anderem Litchi. Deswegen bin ich gespannt, ob er für mich rauchbar ist, aber trotzdem werde ich versuchen, den möglichst objektiv für euch zu bewerten und euch zu sagen, wie der ist, ob der taugt. Für mich wahrscheinlich eher nichts. Bevor wir aber zum eigentlichen Tabak-Review kommen, wie immer erstmal der Kopfbau. So, kommen wir zum Kopfbau von dem Melonair. Hier sehen wir die Packung, schönes Artwork auf jeden Fall. Schnitt und Feuchtigkeit sind eigentlich wie von Hukain gewohnt, sieht alles gut aus. Ein paar Mini-Ästchen waren drin, aber auf jeden Fall nichts Wildes. Wir schnappen uns den Hukain Litlip XL, packen erstmal locker fluffig rundrum Gabel für Gabel, Tabak da rein, damit das schon so halbwegs verteilt ist, muss aber noch nicht final verteilt sein. Wir gehen dann ja gleich nochmal drüber. Ich finde, das lässt sich sehr angenehm bauen. Also auch in einem Lidlip, also in einem normalen sollte das kein Problem sein. Als nächstes schnappen wir uns die Stecherseite, gehen dann nochmal so ein bisschen über den Rand, verteilen den Tabak nochmal ein bisschen, gucken, dass das alles gleichmäßig drin liegt. Die Mitte hätte man auch noch aufräumen können. Ich gehe aber nochmal mit dem Zewa rum und dann sind wir schon fertig. Einfacher und schneller Kopfbau. So, den Kopfbau habt ihr gesehen. Das Ganze bei mir auf der x Division Nano, im Lidlip XL, auf der x Bowl, die Exclusive Bowl, die von Caesar gefertigt ist, im Design von x -Hooka. Eine sehr schöne, sehr schmale, sehr kleine Bowl mit sehr, sehr wenig Wasser. Ich hatte auch eben beim ersten Mal ein bisschen Wasser im Schlauch. Ein bisschen Wasser rausmachen. Jetzt passt das mittlerweile. Der Hukain Melonair, ein Melone Tabak, der auch noch Lychee mit drinne haben soll und vielleicht noch so die ein oder andere Geheimzutat, die uns Hookah-In da aber nicht verraten hat. Preis ist wie gewohnt bei 16,90 Euro, sprich 17 Euro. Tabakqualität und Molasse und Feuchtigkeit und so weiter. Habt ihr ja eben schon alles im Kopfbau gesehen. Keine Überraschung. Feucht, aber nicht zu feucht. Schön eingezogen. Schöner Virginia-Tabak. Relativ wenig Ästchen. Hat sich auch sehr, sehr entspannt bauen lassen im Hukain Lit -Lip XL. Bevor wir das Ding rauchen, riechen wir erstmal dran. Und ich habe es ja schon gesagt: Melone eigentlich so gar nicht mein Flavor. Deswegen bin ich umso gespannter, ob der mir überhaupt schmecken kann und davon abgesehen versuche ich trotzdem objektiv irgendwie zu sagen, ob das ein guter Wassermelonen-Tabak ist oder nicht. Wir riechen erstmal dran. Beim Geruch kommt auf jeden Fall direkt erstmal eine sehr süße Note rüber, hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, wenn man andere Wassermelonen-Tabak sich anguckt, sind die oft eher frisch statt ja, süß. Gefällt mir hier besser. Ich habe irgendwie so im ersten Moment denke ich irgendwie ein bisschen mehr an Honigmelone und ich würde auch behaupten, dass hier noch ein bisschen mit Honigmelonenaroma gearbeitet wurde. Die Wassermelone überwiegt im Geruch, aber gar nicht mal so krass, wie ich, wie ich das gedacht hätte. Also, es ist nicht ein krasser Wassermelonenflavor. Es schwingen auf jeden Fall noch viele andere Flavor mit. Unter anderem die Litchi, die riecht man auf jeden Fall auch nice raus. Also, es hat irgendwie so den Flair von so einem exotischen Cocktail oder so. Relativ süß, Litchi. Für mich auch so eine leichte Honigmelone, ein bisschen Wassermelone. Ich weiß nicht, ob es Einbildung ist, aber vielleicht so eine ganz kleine Spur von der Drachenfrucht noch. Riecht auf jeden Fall besser, als ich das von dem Wassermelonen erwartet habe. Jetzt wird's spannend. Wir rauchen mal. Das sieht halt schon einfach lecker aus, ne? Rauchentwicklung muss man, denke ich, nicht viel zu sagen. Qualmt wunderbar, drückt auch nicht, kratzt auch nicht, also alles wunderbar entspannt. Im Geschmack ist diese sehr süße Note ein bisschen weniger krass am Start. Man schmeckt auf jeden Fall am meisten die Wassermelone. Ich würde es aber gar nicht mehr als klassischen Wassermelone-Flavor bezeichnen oder verkaufen. Er hat schon noch ein paar andere Noten dabei, was für mich sehr, sehr gut ist, weil ich ja auf pure Wassermelonen-Flavor so gar nicht stehe. Ich glaube, der einzige Flavor, den ich überhaupt mag, in dem Wassermelone drin ist, ist zum Beispiel noch Love66. Aber da ist ja auch noch ein kleines bisschen Wassermelone mit drin. Hier ist mehr Wassermelone dabei. Und das mehr Wassermelone stört mich. Es ist aber noch nicht so viel Wassermelone, dass er für mich persönlich so gar nicht in Frage kommen würde. Also wenn ich normal Wassermelone rauche, kriege ich direkt Ekel. Da habe ich gar keinen Bock, den Kopf überhaupt weiter zu rauchen. Das ist hier nicht so. Das wäre trotzdem kein Tabak, von dem ich persönlich als jemand, der Wassermelone gar nicht mag, mir noch eine Dose kaufen würde. Wenn das jetzt der einzige Tabak wäre, den ich daheim hätte, würde ich den trotzdem rauchen. So. Genug mit meiner subjektiven Wassermelonen-Hasstyrade. Kommen wir mal zu dem möglichst objektiven Review von dem Melonair. Die Wassermelone ist am Start und ist auf jeden Fall auch der Hauptflavor, den man da hat. Bei den ersten Zügen hatte ich immer noch das Gefühl, dass da vielleicht so ein bisschen Drachenfrucht mit dabei ist. Die Lychee ist definitiv mit am Start, ist aber auf jeden Fall im Hintergrund. Also Wassermelone im Vordergrund, gefolgt von der Lychee, die man rausschmeckt und vielleicht noch so Drachenfrucht oder so ein paar andere exotische Sachen, die ich jetzt nicht genau benennen könnte. Vielleicht Drachenfrucht, I don't know. Ich habe da auch nicht mehr Infos. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das für einige Leute. Ein sehr nicer Sommerflavor wird. Es ist fruchtig, es ist frisch, es ist ein bisschen Wassermelone, es ist ein bisschen Litchi dabei, vielleicht noch so ein Hauch von anderen exotischen Früchten. Also er ist schon gut geworden, für mich persönlich, aber trotzdem nicht der beste Tabak. Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr wenig von dem Flavor erwartet. Das ist immer so, wenn eine Marke mit einem Wassermelone rauskommt, da habe ich nicht viel Hoffnung rein, dass er mir schmecken könnte. Dafür, dass es ein Wassermelone-Flavor ist, für mich persönlich ist er okay, aber nicht krass. Für Leute, die Wassermelone mögen, könnte das auf jeden Fall was sein. So viel auf jeden Fall zum kurzen knackigen Review von Melania. Wenn es euch gefallen hat, daumen nach oben oder Abo da lassen, das würde mich sehr unterstützen und freuen und ansonsten bis zum nächsten Mal.